Ja, wir haben jetzt den Osterholer Bürgermeister zu dem Interview zur Schaubude hier am Mikrofon. Klaus Becker, Sie sind sicherlich auch einer derjenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Schaubude nach Osterholer kommt. Gut, die Schaubude wurde uns ja angeboten vom NDR und wir haben natürlich sofort zugegriffen, also haben gleich alles getan und unterstützt, damit sie dann auch hier wirklich hierher kommen, und das ist uns ja gelungen. Ja, ich denke mal auch, unser Chormarkt ist eine gelungene Kulisse für diese Veranstaltung, und auch eben in den Interviews, die ich schon geführt habe, hat man sich sehr positiv darüber geäußert, auch überhaupt über Osterode und das Erscheinungsbild. Wie kann man denn eigentlich dafür sorgen, dass häufiger mal sowas hierher kommt? Na gut, wir haben ja schon einige Veranstaltungen jetzt. Neben der Schaubude werden wir in diesem Jahr noch den Oxfam Trailwalker beispielsweise als eine der Großveranstaltungen haben. Wir hatten die drei freundlichen Tage, wir hatten das Beachvolleyballturnier. Also viele, viele Dinge, die hier in der guten Stube von Osterode stattfinden, haben wir ja schon. Und man muss immer sehr genau gucken, was verträgt die Stadt noch, denn so viele Einwohner sind wir nun auch nicht. Wir ziehen natürlich viele von außerhalb ran, aber man muss dann schon sehr genau schauen, was man noch alles hierher packen kann. Ich glaube, das ist mal wieder ein Highlight hier, weil es auch eine interessante Technik ist für die Menschen von Osterode und aus der Umgebung, mal kennenzulernen, wie so eine Sendung gebaut wird, aufgezeichnet wird, wie sowas läuft. Ich glaube, das ist nochmal wieder ein Highlight zwischendurch, aber ich glaube, wir haben in Osterode schon sehr, sehr viele Veranstaltungen, sodass wir uns da nicht ganz so große Sorgen machen müssen, glaube ich. Ja, gut, okay, zum Schluss noch eine Frage, und zwar Osterode an sich hat ja durch, sag ich mal, die Grenzöffnung so ein bisschen was an Potenzial verloren. Das habe ich eben auch schon zur Sprache gebracht. Welche Anstrengungen bestehen denn da als, sag ich mal, eine lokale Frage, das vielleicht, sag ich mal, so in die richtige Richtung zu lenken? Ja gut, wir können nur auf uns aufmerksam machen. Wir können in Verbänden tätig sein, wo wir drin sind. Wir sind in der Metropolregion Mitglied. Ich bin selbst im Aufsichtsrat der Metropolregion, also gemeinsam mit Städten wie Hannover, Göttingen, Braunschweig, Wolfsburg sitzen wir an einem Tisch und diskutieren über Zukunft, damit wir als Kleinstadt auf uns aufmerksam machen, dass möglicherweise Unternehmen sagen, Mensch, da ist eine Stadt, da kann ich einiges machen. Wir haben hier große Unternehmen, tolle Unternehmen, wir haben einen riesengroßen Logistiker hier, was wichtig ist für neue Unternehmen. Wir haben andere große, weltweit operierende Unternehmen, die wiederum Zulieferer brauchen. Und so dass wir eigentlich immer nur laut rufen müssen, hier sind wir, das können wir, und wir können sehr viel in Osterode. Und ich glaube, das ist der Weg, wenn wir uns so präsentieren und auch das Selbstbewusstsein zeigen. Und das müssen wir. Muss die Bevölkerung auch noch mehr Selbstbewusstsein zeigen, dass wir eine tolle Stadt sind. Dann wird es uns auch gelingen, immer wieder mal neue Partner hierher zu holen, die dann hier für Arbeitsplätze sorgen, letztendlich dafür sorgen, dass der Rubel auch in Zukunft weiterrollt, bei allen Problemen, die man nicht verschleiern darf. Es ist in ähnlicher Art und Weise das, was ich auch dem Redakteur eben über Osterode gesagt habe. Wir hier als kleiner Lokalsender, sage ich mal, wir versuchen ja auch der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, und Osterode hat schöne Ecken und Osterode hat viel zu bieten. Das sehen die meisten, die hier wohnen, eben nicht, und deswegen ist es umso erfreulicher, eine solche Veranstaltung hier zu haben, oder? Das sehe ich ganz genauso. Das ist einer dieser Punkte dabei, der uns nach draußen bringt, und ich glaube, viele, die dann am 3. September die Aufzeichnung dieser Sendung sehen werden hier, die werden sagen, ach, guck mal, das ist eine schöne Stadt, da ist was los, vielleicht fahren wir dann doch mal dahin, denn davon leben wir ja, vom Tagestourismus hier in Osterode, mal durch die Innenstadt flanieren, in einem und anderen Geschäft mal was einkaufen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mosaikstein in diesem Bemühen, was wir dort in dieser Richtung haben. Ja, dann bedanke ich mich für die ausführlichen Worte und freue mich nachher, Sie in der Sendung hier auch live auftreten zu sehen. Gerne, Dankeschön.